könnte, aber wenn ich ehrlich bin, gehe ich davon auch gar nicht aus. Sie waren zuletzt wirklich so stark. So, Lars Müller fängt direkt mal an. Der hat ja in Gummersbach zuletzt. Lars Müller! Das war Talat Duschebaev, Müller. Das war ein richtiger Torpedo. Das war wirklich spektakulär. Hast du nicht verstanden, ne? Garis Blick gerade, den hätte ich sehen müssen. Oh, wieder Lasse Möller. Der hält durch und zündet weiter. Ja, wenn er den Ball noch kriegt und dann so gut weiterleiten kann. Und wieder Tempo. Oh, wieder Möller. Das geht jetzt alles viel zu schnell für Melsung. Minuten gehören immer Lasse Möller. Ja? Haben wir ja, so. Also, wir können gar nicht glauben, dass er krank ist. Oh ja. Schön. Mutig, aber erfolgreich. Ja, es sind immer wieder diese technischen Fehler. Wir haben es in der Halbzeit ja schon selbst angesprochen. Oh ja. Ja, und sie schaffen es jetzt auch nicht mehr. Aber es ist schon ein beeindruckendes Selbstverständnis, was Flensburg hier in Durchgang 2 an den Tag legt. Auch der geht rein. Im Endeffekt brauchst du Spiele gegen richtige Gegner. Und das ist, glaube ich, auch das, was sie meinen, was sie gebraucht haben. Oh, ja. Wie geil ist der denn bitte heute drauf? Also na klar, die Reiserei und sowas, das ist natürlich dann schon ab und zu lästig, weil man muss natürlich auch irgendwo hin.